So, Kinderchen. Nochmal schnell vor der Arbeit noch einen kleinen Stream, denn wir haben noch was zu erledigen. Wir brauchen Walker. Wir wollen Walker killen. Nur ist die Frage, wenn wir Walker uns geholt haben, war es das dann oder kommt denn noch was? Das ist hier die Frage. Lass uns das rausfinden. Ich hatte beim letzten Mal, weil ich immer so Probleme hatte mit meinem Grafikscheiß und so und alles, habe ich jetzt nochmal ein Update gemacht. Also, ja, ein Update für ein Grafiktreiber-Update und. Wobei ich das bei der 3070er überhaupt gar nicht verstehen kann, dass das Spiel da irgendwie, weiß ich nicht, ob das auch vielleicht mit OBS zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich über GeForce gestartet, das werde ich jetzt gleich auch tun, mal gucken, dass wir nicht angegraut spielen müssen. So, Gaming, da bin ich, in Arbeitsklamotten ganz schick, ne? Die Krawatte fehlt, aber Wochenende ist kein Chef am Start, also pssst, auch keine Krawatte bei mir. So, los geht's. Wahrscheinlich kommen der nachher, in dem Moment schauen sie es. In dem Moment schauen Sie es. Was habe ich denn hier gemacht? Also starten, genau. Man könnte das optimieren. Inwiefern sehe das aus? Ich weiß es nicht. Genau, da seht ihr die Grafikeinstellung auch tatsächlich. Das ist schön, dass man das sehen kann. Ja. Lass uns loslegen. Ich hab total Lust. Und bin auch gespannt, ob es hakt. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir vor der Base von Walk auch ausgemacht. Mit ohne euch. Ich bin ja da hingeflogen, ohne Stream. Habe ich nicht für nötig gehalten, mit euch dahin zu fliegen. Ja, weil ich nicht weiß, ob ich dennoch was machen wollte oder nicht. Aber so ein, es wird Zeit, das jetzt Spiel zu Ende zu bringen, wenn es denn das Ende gewesen ist. Ich meine, wir sind bei 16 Streams mittlerweile auch. Wir laden das ja auch immer schön fleißig bei YouTube hoch. Mal gucken. AMD. AMD, ich bin Intel-Mensch. Ich habe einen Intel-Prozessor. Intel-lel. You are now online. You are now online. Drohne Schwachpunkte. Ja. Machen Sie Schwachpunkte von Drohnen aus. Ja, immer am besten nicht in die Panzerung reinrotzen. Ne? Das ist dann natürlich immer eine sehr, sehr coole Sache, wenn man es nicht macht. Ich bin mal gespannt, jetzt wirklich super gespannt, ob wir jetzt ein wieder freezyes Game haben. Da kann ich mir auch nur erklären, dass es dann an OBS liegt, weil ich nämlich nach dem Stream letztes Mal nochmal für mich so gespielt habe. Und das war geil. Es war ruckelfrei. Ich habe auch als Testweise im OBS angemacht gehabt. Aber es lief, und so wie jetzt auch. Es läuft. Es läuft. Ah, oh, es ist befriedigend, oder? So, komm, da sind ein paar Leute. Das sind Schweine. Hier gehen wir mal die Base noch mal einnehmen da vorne. Was ist das? Ach, so ein Waffenabwehrsystem. Dingenskirchen. Dingensbumsen. Hier wäre die Base von Walker hier drüben auf der anderen Seite. Die gilt es jetzt zu infiltrieren. Hier wäre die Base von Walker hier drüben. Valka, Texas Ranger. Die gilt es jetzt zu infiltrieren. Oh. Na, wer hat's noch mitgekriegt? Ja, alles vom Dreh, du Trottel. Noch einer? Der sollte tot sein. Der macht meint bestimmt den Toten, Getöteten. Was anderes kann ich mir ja nun mal gar nicht vorstellen hier einfach. Ach, es ist angenehm. So schockt das doch, Mann! Warum nicht die ganze Zeit so? Die letzten zwei Streams waren noch richtig kacke. Nix mit Performance am PC schwach oder so ein Scheiß. Am Arsch hängt der Hammer. So. Wir hören hier irgendwelche Leute. Wie gehen wir denn vor? Rolle, Rolle, Reifen. Der Tomji wird am Boden schleifen. Der, mal so einen einfachen Weg über die Brücke wird wohl nichts. Wer schießt denn? Aufgegebener Standort, ein rätselhafter Ort, der zur Kunde anlädt. Vielleicht anderen mal. Was haben wir da?
Checkpoint Tiger India nach dem Beginn der Operation. Bla bla bla. Okay. Gut, hier haben wir zwei Dudes auf der Brücke. Hier am Ende der Dings. Dann kommt das Camp von Walker. Ich glaube, wir sollten die Dudes auf der Brücke erstmal eliminieren. Kämen wir von hier irgendwie hoch? Ja, hier. Kämen wir hoch. Könnten uns hier in Deckung gehen. Wenn wir den Dude natürlich auch ausschalten. Und da haben wir einen Panzermann. Und müssten dann diese ganze schöne Basis kaputt schießen. Das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Gut, die Dudes auf der Brücke. Ah, scheiße, krieg ich einen Schuss hin. Von hier aus, glaube ich, eher schlecht, ne? Weil du hast den Brückenpfosten im Weg da. Kriegst du nicht getroffen. Lass uns mal versuchen, auf diese Insel da hinten zu kommen. Das ist eine Landzunge und dann gehen wir darüber. Ihr kommt nach. Wutsch, und da sind sie schon. Witzig. Ist ein Biwak oder was ist das? Einfach nur ein Info, wa? Ein Infostand. So, da ist auch gleich ein Petzer. Den Petzer müssen wir ausschalten. Was? Wo? Wie? Hä? Patches down? Ah! Ah! Jetzt haben wir ihn. Mal ganz kurz die ganze Base erstmal aufgeweckt mit unserem Krach. 5 Schüsse, 2 Tote. Das ist keine gute Bilanz. Für so einen Hammer Scharfschützen wie mir. Ist natürlich gleich der gepanzerte gleich. Oh, alle sind sie aufgewühlt. Ah, oh, okay. Mach chillig. Tomsi, Alter. Ist down. Okay, erste Deckung rank. Feige Saudi. Was ist das? Oh, das sieht aber auch sehr interessant aus, Setten. Sehr einladend. Sehr einladend und vielversprechend. So, den Typen haben wir erledigt. Einer auch noch auf der Brücke, genau, da der hier. Immer mitten rein. Ich glaube, das war's. Vorerst. Ich meine, wir könnten für weniger Lärm sorgen, wenn ich einen Schalli raufmachen würde, aber wer will das schon, ne? Man muss diese Jagdgeräusche hören, so. Walker muss denken, ach fuck, der Krieg ist genau zu mir gerückt, was soll ich bloß machen? Und ich sag so, sterben, Walker, sterben. Wir waren einst beste Freunde, beste Kameraden. Und nun? Suchen Sie den Sendekontrollraum. Ja, ja, sollen Sie doch auch. Das ist eine Drohne hier, ne? Ja, ja, ich sehe. Aber hinterm Felsen, wie immer. Alle Schweinepriester, die Angst haben. Da, jetzt kommt er. Oh, nee, gib mir noch ein bisschen mehr Kopf da. Allein schon das von Rosebud, das Scharfschützengewehr, das ist so genial. Ich weiß gar nicht, sollte ich mal für Nahkampf eigentlich... Oh, warte mal ganz kurz. Sollte ich mal für Nahkampf ganz flott mal von wie heißt der noch gleich? Von Flycatcher die Knarre hier nehmen? Ich meine, die scheint ja... Naja, die Reichweite, eigentlich ist alles scheiße bei der, ne? Rückstoß, Reichweite, Handhabung, alles irgendwie schlechter abgesehen. Ja gut, die Reichweite als, ist besser als meine jetzt, ne? Genauigkeit auch nicht. Aber hat hier mehr Kapazität, mehr Feuerrate.
Und offensichtlich Nachladegeschwindigkeit, Kaliber 5,56, normalerweise sind es noch 9 mm, wa? Lass uns das einfach ausprobieren. Wir geben der ganzen Sache mal eine Chance. Warum sollen wir nicht die Waffen von den, guck mal, auch so ein Schalli drauf und so. Meine Güte, aber ich würde gerne das Visier einmal ändern. Ich mag diese Visiere nicht. Boah, jetzt mit Laserpointer dran, ne? Warte mal, erstmal. Nehmen wir das. Passiver Bonus. Nach klarer Tempo. Von der Farbe lassen wir die. P90. Obwohl, wollen wir die ändern? So wie bei den Dings auch? Nach dem Menü habe ich mir einen Freeze eingehandelt. Ich war im Menü drin und handel mir direkt einen Freeze ein. Was ist das denn? Kannst du mir erzählen, was du willst? Irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung. Geh mal weg da. In deinem Dings wahrscheinlich, ne? Was ist das denn? Das nervt mich jetzt. Jetzt spielt es auf einmal nicht mehr so flüssig. Noch, weil ich einmal kurz im Menü drin war. Wollte ich mich verarschen oder was? Was ist denn passiert in der Zeit? Hier. Als ob ihr mich suchen wollt. Wollen wir uns mal klein machen und dann gehen wir mal mit der Drohne unterwegs. Wie verstecken sich die Falkenhunde? Guck dir mal dieses Riesenlager an, Alter. Ist das ein Behemoth? Hey, warum? Ohne Gesichter. Warum hat er denn ein Behemoth? Wir haben EMP-Granaten. Scharfschütze da oben. Sag mir bitte nicht keine Minen. Selbst die Drohnen sind feige, verstecken sich in einem Baum. Ich glaube, den kriegen wir schlecht erwischt. 194 Meter. Ah, hab ihn. Schick. Oh, Scheißdreck. Bevor wir alle tot sind! Jetzt kriegen wir hier richtig Ärger. Ah!
Was machen meine Dudes? Die Mine. Was machen meine Dudes? Wer hat mich denn da erwischt? Oh, Scharfschützen noch da rum, ne? Ja, wo ist der? Gerade wenn man sie mal brauchen kann. Alles sauber hier. Gut. Wo sind die Minen? Oh, da! Okay, jetzt schicken wir mal die Drohne eben los. Ach, die sind noch tot? Nee, muss ich sagen. Okay. Ob der Panzer was ausrichten würde gegen diesen BMW-Dings hier? Ich glaube eher weniger, ne? Ich hätte mit einem BMW hätte ich niemals gerechnet, echt nicht. Hallo? Ich habe noch keine Idee, wie wir es mit der Drohne machen, Alter. Keine Ahnung. Die können wir mit Sicherheit nicht umlaufen, wa? Oh Gott, die Drohne kommt. Ich glaube, der Panzer wird dazu auch nicht ausreichen, wa? Die Drohne wegzuballern. Hinten ist noch eine Kiste, lass uns die nochmal schnell holen. Nur mach hoch.
Was ist denn das? Das ist ein LMG, ne? Lass mal ganz kurz nochmal schnell die Items hinten einsammeln, die wir da liegen gelassen haben. Alles unter Kontrolle. Noch ein LMG. Bauen die Gegner neu? Ich hoffe mal nicht, ne? Ich habe mir vorgestellt, wir gehen rein und erledigen das. Ich verstehe nicht, warum das jetzt nach dem Menü, nachdem ich im Menü gewesen bin, die Grafik so krass hängt. Ich weiß es nicht, das hat irgendwie, weiß ich nicht. Das kann ja nicht sein, nur weil ich einmal im Menü bin, dass dann irgendwie das Spiel spackt oder was, ne? So. Jetzt gehen wir in die Vollen. Wäre nützlicher gewesen, wenn du was weiter weggescannt hättest. Ach was. Hey, wir haben Gesellschaft. Ich will dieses Gebäude rechts. Warum bleibt die Drohne jetzt stehen? Und die hat auch 0,0 Schwachstellen, ne? Es sei denn, die würde ich mit EMP angreifen, aber... Oh! Das ist ein Heli. Und mit Drohne starten. Au. Warte mal, den mache ich mal krass kalt hier. Warum geht nicht so an? Aber laut deren Aufzeichnung weiß ich gar nicht. Warte mal, lass mal nochmal checken. Das ist ein Dings. Das soll ja so eine Säule. Okay. Und da ist ein Biwak, ja super.
Gehen wir noch mal eine Etage höher, wa? Boah, es hat aber gescheppert. So, und es wird gechillt. Ja, heb auf, die Kiste. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Man könnte noch eine Etage höher gehen. Ich könnte aber auch, ich habe auch noch Granatwerfer, ne? Vorsicht. Oh, was war das denn? Sie verarschen mich, hat er mich denn da so schnell gesehen? Und meine ganzen Leute hängen da irgendwie ab. Ich habe auch ehrlich gesagt, oh, jetzt haben sie gleich entdeckt. Ich habe auch ehrlich gesagt die Commands vergessen, wie man die... Boah, da sind keine Leichen. Doch, da hätten die eine Leiche haben die entdeckt, ne? Daneben. Ah, in dem Moment rennt er los. Könnte nicht mehr allzu viel tut sein, abgesehen vom Brecher noch, ne? Vom... Oh, oh.
Hat keinen Schaden verursacht, oder was? Oh, hallo. Ach so. Vergessen hat sie mich. Ich rotzte einen nach dem anderen rein, aber die Drohne vergisst mich. Dankeschön. Was haben wir hier? Raketenwerfer haben wir. Wie können wir den ausrüsten? Verschießte? Verschießt nicht gelenkte Explosivflugkörper. Das Ding wäre ja schon mal eine Maßnahme. Wie kann ich den denn ausrüsten? Wie war das denn noch gleich? Rucksack. Ich nehme den mal ganz kurz weg. Wo haben wir die jetzt von... Was ist das? Silverback. Ach, das ist eine Dings. Das ist Schrotflinte, die er hatte, ne? Ich dachte, er hat einen Raketenwerfer gehabt. Hat nicht irgendeiner von denen Raketenwerfer gehabt? Also kein Raketenwerfer, sondern Granatwerfer? Ah doch, hier, warte mal, hier ist ein Granatwerfer. Mal gucken. Warte mal. Wie kann man das hier ändern? Warte mal, ich würde irgendwas gerne ändern. Warte mal. Ah, nein. Wie kann man das denn ändern? Warte mal, auch sicherlich im Menü, aber Bewaffnung, genau. Ich würde gerne meinen Raketenwerfer ausdrutzen. Wie kann ich den ausrüsten? Wie geht denn das? Ah, guck mal. War denn die Waffen, da Bewaffnung? Ist weg irgendwie. Muss ich doch irgendwie durchswipen können hier, nicht? Wieder rein, Mann! Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. Super daneben geschossen. Wusste, dass wir da sind, oder? Ich hab da jetzt 6 Granaten reingeschossen in den scheiß Dings und der hat doch ein bisschen Schaden genommen. Ja, super. Mehr Feuerkraft ist immer gut.
Der bleibt, der geht doch nicht in Deckung oder so, ne? Weiter, genau so. Nicht geschadet. Scheiße, 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 scheiße. Oh, bleib doch da nicht hocken! Lauf! Ui, ui, ui. Haben wir keine Munition mehr dafür? Oh, Alter, das freest hier gerade wie Sau, ne? Ich frag mich warum, Alter, das nervt mich total an. Haben wir doch dafür gar keine Munition mehr. Scheißdreck, ey. Wo finden wir noch Munition? Und meine anderen Dudes sind alle tot jetzt, ne? Super. Boah, was? Guck mal hier, die. Das kann ich nehmen? Blendgranaten voll. Scheißdreck. Wie ist das eigentlich? Hier durch können die Granaten nicht schlagen normalerweise. Da frage ich mich jetzt. Achso, warte mal, wie ist es hier mit. Ah ne, das ist die Drohne. Ja, 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 ja. Wie kann ich denn meinen Raketenwerfer ausrüsten jetzt? Es nervt mich gerade, dass ich gerade so freezy bin, das verstehe ich überhaupt nicht, Alter. Eben gerade, wo ich das Spiel gestartet habe, war noch alles gut und jetzt ist es super freezy. Ich verstehe es einfach nicht. Waffenschaden. Achso. Ist für euch? Keine Ahnung. Nehmen wir halt so. Digga, du sollst um die Ecke.
nicht durchs Fenster schießen, ne? Das ist echt schade. Aber Granaten. Was ist das Ding denn so super schnell auf einmal? Hilf! Das war der Behemoth. So läuft's doch richtig gut. Das war der Behemoth. Scheiß Schützengraben hier rumdrehen. Wer labert denn noch da? Ihr solltet alle gleich alle tot sein hier. Haben wir das die Dings geholt jetzt? Ja, genau. Scharfschützengewehr. Ich wollte hier durch die Tür, Digga. Dankeschön. Gut, dann lass uns mal in diese Sendedings rein und wollen mal hoffen, dass da nicht zu viel drin los ist. Bruder gegen Bruder. Dun, 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 dun. Kleines Schwein, lass mich rein! Wow, mein Handabdruck funktioniert. Und ein Scanner. Na, das ist hier mal. Nomad! Weißt du, ein Teil von mir ist froh, dass du noch lebst. Echt schade, dass ich dich töten muss. Du solltest aufgeben. Du solltest mich besser kennen. Ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Der Mann, den ich kannte, hätte all die Zivilisten beschützt. Ehrlich gesagt, es ist mir egal, wer du bist. Es ist zu spät, damit aufzuhören. Ja. Der Walker, den ich kannte, hätte sowas nie gemacht. Seine eigenen Leute töten. Ich habe versucht, es dir zu erklären. Du hast kein Gespür dafür, wie die Zukunft sein könnte. Nomad! Es ist nicht zu spät. Schließ dich mir an. Und meine Soldaten? Ich musste meinen Freund töten.
Du zwingst mich, dasselbe zu tun. Was natürlich traurig ist. Ey, was ist hier los? Habe ich eine Scheibe geschossen? Womit schieße ich? Schieße ich auf Glas oder was? Von wo, Mann? Was ist denn da los? Treffe ich den denn nicht? Ach, komm schon. Was ist denn mit denen los? Warum trifft man den nicht? Immer wenn man dagegen schießt, dann ist es so, als würde Glas da irgendwie rumsplittern. Ist es irgendwie so ein Ding? Hat der irgendwie so ein Geheimnis an sich oder was? Oder muss ich an ihn ran und ihn abmoxen mit Messer gegen Messer? Ich weiß das nicht. Warum trifft man den nicht? Immer wenn man dagegen schießt, dann ist es so, als würde Glas da irgendwie rumsplittern. Ist es irgendwie so ein Ding? Hat der irgendwie so ein... Auf jeden Fall habe ich jetzt meine Spielqualität zurück. Messer gegen Messer. Aber das Gelabere muss man sich immer wieder reinziehen dann, ne? Ich muss mal nicht, sehr gut. Erzähl mir doch nichts, Junge. Warte mal. Aber das Gelabere muss man sich immer wieder reinziehen, dann, ne? Doch, den habe ich ausgerüstet, ja. Sehr gut. Der hat Drohnen. Jetzt verstehe ich. Hohoho, mit einem Schuss. Das ist so scheiße mit einem Schuss. Ja, kommt, Leute, kommt. Hätte die Junge. Mann, nachladen! Keine Motivation mehr! Oh Gott! Wieso habe ich keine Motivation mehr? Mann, mach hier mal... Wo ist denn mein Rucksack? Ja, hä?
Da. Wo ist das? Wir haben noch hier noch diese von... Hier von... Silverback. Schrotflinte. Nicht schlecht. Das ist es gewesen. Er ist tot. Er ist weg. Feuer ausgeschaltet. Das war's. Nomad. Das Wunderland. Es wird trotzdem kommen. Oh nein. Das ist schon ein bisschen traurig. Der heiße Teil von Bolivien. Leck mich am Arsch. Nur wenn wir danach kuscheln. Sieh mal an. Du bist wohl Nomad. Walker. Wir zwei... Ja, wir waren doch im selben Trainingslager. Ich war im Fallschirmzug. Wir waren sowas wie Nachbarn. Genau. Mit dem Typ... Von den Rettungsspringern, oder? Aufklärungsbataillon. War eine gute Zeit. Tja, ich hätte mehr Spaß für dich. Hier ist das Briefing. Willst du auch einen Lolli haben? Hey. Entschuldige. Der Einsatz hat kaum angefangen. Und das Oberkommando will uns schon wieder in den Nahen Osten zurückschicken. Schon wieder? Das hört einfach nicht auf. Das liegt daran, dass Krieg einfacher ist als Frieden. Der Geheimdienst da hinten, den du natürlich nie gesehen hast, der glaubt an eine Vision namens Wunderland, wo Menschen nie streiten. Alles voller Regenbögen, Marshmallows und Einhörnern und so eine Scheiße, aber... Darüber reden wir später. Ja. Und Nomad, schön dich zu sehen. Ja, freut mich auch. Pass auf dich auf. Klar doch. Was hat dein Wunderland aus dir gemacht? Du warst mal besser als das, Walker. Ja. Laden Sie den Virus hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch mehr... Ah, guck mal! Oh! Warte, das ist die von Walker, ne? Warte mal, die nehmen wir die Rüstnummer erst... Lalalala, so. Da. Silver Tactical.
Dass die immer mit ihren komischen Aufsätzen drauf sind, kein Wunder, dass Walker mich nicht wegballern konnte. Wir haben gar kein anderes Visier drauf. Oh, ist ja blöd. Ich hasse diese Visiere immer. Ah ja. Wo ist der, wo sollen wir Virus hochladen? Hätten. Ich habe mir auch überlegt, sollte man mit Stream-Elements mal, hätte ich mal gesagt, nur mit Streamlabs. Ich bin drin. Übertragen Sie das Virus. Verstanden. Wir senden jetzt. Ja. Nomad an Arrow One. Einsatz abgeschlossen. Das ist ja wunderbar. Ich sag allen Bescheid. Bin unterwegs. Matt soll mir was von dem Fusel aufheben. Tja. Abschlussbesprechung, alter Spiel, schweres Wort, durchführen. Wie kommen wir hier eigentlich aus dem Puff wieder raus? Da unten, ne? Man könnte auch hinreisen, glaube ich, oder? Dann wird das schneller. Müsste man nicht ganz hinfliegen da zu diesem Ort. Es ist nachts geworden. 6,5 Kilometer. Kann man hinreisen? Ich glaube ja, ne? Da müssten wir, glaube ich, gar nicht erst hinfliegen, denn... Was haben wir hier denn? Checkpoint Tiger India. Schnellreise. Sehr gut. Mal gucken, was jetzt passiert. Abschlussbesprechung ist ja Abschlussbesprechung. Haben wir ja gewonnen. Wir haben alles Böse besiegt und ich glaube, es gibt keine weitere Episode, wie ich dachte eigentlich. Ich meine, was soll noch kommen? Walker ist böse, wir haben ihn getötet, wir haben eigentlich alle Drahtzieher vernichtet und soweit gibt es ja dann nichts mehr zu erledigen. Hast du dir dein Leben je so vorgestellt? Ach, vergiss es. Du musst nicht antworten. Wo ist denn jetzt Atta? Ich bin stolz, sie auf unserer Seite zu haben, Nomad. Ja, ich auch, weil ich habe alle besiegt. Wir müssen unseren Kranken helfen, aber dabei selbst gesund bleiben. Haltet euch da draußen an die Hygienevorschriften. Und los. Schätze, wir sitzen hier wohl noch ein Weilchen fest, hä? Naja, wir haben verhindert, dass Walker die Drohnen von der Insel schafft. Das ist keine Lappalie. Kennen Sie dieses Wunderland? Walker sprach davon. Leute, die für ihn und Stone arbeiten, erwähnten es auch. Ich habe gehört, wie Sie darüber geredet haben.
Aber wirklich erklärt haben sie es nicht. Klingt nach Lewis Carroll. Alice im Wunderland. Ja. Er hat gesagt, ich kann es nicht aufhalten. Ah, vergessen Sie es einfach, ja? Diese Inseln sind voll mit verrückten Milliardären. Leuten, die sich für Wölfe halten. Killerrobotern. Und privaten Militärfirmen. Aber sie sind auch noch voll mit wirklich, wirklich guten Menschen. Wir haben etwas Gutes getan und darauf können wir stolz sein. Darauf sollten wir anstoßen. Seht mal, die Vögel! Das sind keine Vögel. Wie faszinierend. Das sind nämlich Bäume. Aoi. Anscheinend ist Ikarus nicht der Einzige, der sich in große Höhlen aufschwingt. Herr Stone. Miles, nur weil Sie meine Rechnungen bezahlen, bin ich nicht Ihre Hure. Ich weiß nicht, wie Scal diesen Sektor übernehmen konnte, aber jetzt kontrolliert er ihn nicht mehr. Oh Mann, was denn? Wie bitte? Ja. Na, dann sagen Sie Ihrem Chef mal, er soll sich nicht ins Höschen machen. Naja. Ich bin auf der Insel. Und da Walker weg ist, hab ich jetzt mal das Sagen. Jetzt. Was jetzt? Ja, was ist denn jetzt? Man hört was sappeln, ne? Oder ist es... Nee. Aber hier ist nichts. Ah, da. Eins abgeschossen. Sie haben Walkers Pläne vereitelt. Und jetzt? Irgendwie stecke ich gerade in Sam Fisher drin, ne? Dann müsste ja auch irgendwas kommen jetzt, ne? 5 Fertigkeitspunkte. Wo war der scheiß Laden jetzt nochmal? Das war das Gelabere, was ich die ganze Zeit gehört hatte. Biwak, dann ist der Laden. Aber haben wir denn irgendwie noch was, was wir machen müssen? Aus Episode 2 oder so noch irgendwie was? Ich meine, geht das Spiel weiter? Haben wir es durchgespielt oder nicht? Nach dem, was Sie in Freeport getan haben, gibt's für Sie nur das Beste. Dankeschön.
Aber wir haben ja die. Genau, da verkaufen wir mal alles. Massenverkauf. Irgendwie freeze das trotzdem alles noch. So, da machen wir auch Massenverkäufe mit. Ne, da möchte ich nicht alles verkaufen. Bauen. Ja, genau, das sind die Blaupausen zu bauen, ne? Genau, warte, was haben wir hier noch? Das ist zum Kaufen. Wir müssen uns ja auf einen neuen Einsatz gefasst machen, ob da irgendwas kommt oder nicht. Ich weiß nicht. Und die Brille. Holzfällerhemd in Schwarz. Der Rucksack. Hilfsrucksack. Ich kann mich gar nicht entscheiden, aber finde ich irgendwie geil. Messer. Ja, ich komme gleich rüber zu dich. Warte, stell mal rüber bitte, ich bin gleich fertig hier. Dankeschön. Logos. Gut, was wir machen werden, wir werden mal gucken, wie es denn weitergeht. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüssli Müsli.